Es ist ein Beruf, der heutzutage, zumindest in seiner ursprünglichen Form, vom Aussterben bedroht ist. Der Steinmetz. Einer, der mit der Zeit geht und trotzdem die Tradition bewahrt, ist Stefan Rotbrust. Seine Werkstatt liegt im beschaulichen Bell bei Maria Lach. Wir durften ihn einen Tag lang bei seiner Arbeit begleiten. Hier ist ein bisschen was von meiner künstlerischen Seite, was ich mache. Das ist ein Tonmodell. Das soll so ein Kobold, ja, so ein kleines Gesicht darstellen. Und ich bin momentan die Außenarbeiten am Machen für den Waldorf-Kindergarten in Obermendig, im Kindergarten. Und ich möchte Ihnen gerne zum Schluss sowas schenken. Hier habe ich jetzt einen Stein ausgesucht und probiere jetzt ungefähr die Form, die Silhouette der Figur seitlich aufzumalen und werde natürlich dann probieren, nach den Vorlagen hier den Stein zu bearbeiten. Schritt für Schritt arbeitet er aus dem großen Klotz das dreidimensionale Gesicht heraus. Das Künstlerische an seinem Beruf macht ihm am meisten Spaß. Die Faszination an der Arbeit eines Steinmetzes wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Ein Onkel von mir, der war Steinmetz und der hat auch den Meister gemacht in dem Beruf und der hat mich eigentlich inspiriert und so ist er bei uns auch eine ganze Familie. Mein Vater ist mit Restaurator im Kirchenbereich war der gewesen und mein Bruder ist auch Steinmetz und dadurch hat sich das so ergeben. Ist eine Familiengeschichte. Steine finde ich interessant, haben Formen, Farben, sagen, wo sie herkommen, drücken etwas aus. Manche Steine sagen noch, wie sie bearbeitet worden sind. Jeder Stein hat so eine Geschichte zu erzählen. Die Hände können Formen und Farben erschaffen. Menschen liegt es in Worten oder schriftlich und mir liegt es mit den Händen, mich auszudrücken. Und dieses Berufsbild oder dieses Material erlaubt das einem. Dennoch ist es heutzutage nicht einfach, sich in der Branche zu behaupten. Es ist ein schwieriger Beruf, um sich seinen Freiraum oder sein künstlerisch durchzustellen und dann die Kunden zu kriegen und etc. Ist ein sehr harter Beruf, ein anstrengender Beruf, ein Ausdauerberuf. Und es gibt so viele Berufe, ich glaube, da kann man heute sein Geld leichter verdienen. Naturstein ist ein Luxusartikel, kann man sagen. Und viele Leute möchten das nicht mehr. Sie sagen, da eine Treppe kann man fließen, zum Beispiel. Es gibt dann andere Stoffe. Und der Zeitgeist hat sich verändert. Der Zeitgeist, wo die Menschen mit solchen Sachen umgehen, das ist das Überwiegende. Man sieht es zum Beispiel im Friedhof, heute werden nur noch Urnen, keine Gräber mehr. Viele Gebäude werden nicht mehr in Stand gehalten. So, der Zeitgeist hat sich verändert, der letzten Jahrzehnte. Und genau deswegen ist es auch so schwer, mit der Zeit zu gehen. Die Devise heißt breit fächern. Ein Weg, den auch Stefan Rotbrust früh eingeschlagen hat. Die Lehre habe ich gemacht beim Karlenborn in Rieden. Hatte dann noch anschließend bei der Firma Netz & Hardy im Prohltal eine Bildhauerei gemacht, weil das Künstlerische liegt mir eher. Ich probiere es auch in meinem Berufsbild immer wieder mit einfließen zu lassen, aber das ist schwierig, muss man sagen. Da hatte ich insgesamt 5 Jahre Ausbildung gehabt. Danach hatte ich eine Ausbildung als Techniker gemacht und als Meister. Ja, und dann hat mich dann vor ungefähr 5 Jahren selbstständig gemacht, habe mir den Mut genommen, es zu tun. Aber muss sagen, das Berufsbild hat sich immer wieder etwas geändert. Und momentan mache ich auch viele Arbeiten im Bereich Gartenlandschaftsbau oder ich mache Erdarbeiten mit einer Baumaschine. Diese Maschinen unterstützen aber auch den Steinmetz auch bei seinen alltäglichen Arbeiten, das muss man auch sagen. Und von diesen Maschinen hat er einige. Denn nur mit den Händen kann ein Steinmetz seine Arbeit heute nicht mehr verrichten. Er braucht allerhand Werkzeug. Hier haben wir eine alte Säge von Baujahr 1979, die wir etwas günstig bekommen haben. Und die benutzen wir für Bodenplattenstufen zu schneiden, ja, für Terrassen, Treppenanlagen. Dafür benutzen wir die. Das meiste überwiegend ist, wird hier in dem Bereich wird Naturstein, Basaltlava, Basalt wird geschnitten und dann Tuff und dann Ettringer, Weibener Tuff, sowas dann in einem Restaurierungsbereich.
würde jetzt auf dieses Tonmodell gehen oder Gipsmodell, kann jetzt hier diese Tiefe festlegen, so an dem Modell, und würde dann so an den Stein ranfahren und sagt mir dann, so viel müsste ich noch an diesem Stein abarbeiten, wenn diese Lücke wäre. Wenn er ganz dran ist, hast du es genug abgearbeitet. Das ist eigentlich nur für Zermessen. Und so machst du dann so 100, 150 Punkte und dann hast du rundherum die Figur oder die Form festgelegt, genau wie dein Modell ist. Meistens hat Stefan Rotbrust genug zu tun. Gerade in den ersten Monaten des Jahres sind die Aufträge jedoch rar. Dann nutzt er seine Zeit, um sich künstlerisch auszuleben. Hier habe ich ein kleines Modell aus Wachs, das war einfach mal eine Kerze, aber die hat mir sehr gut gefallen von der Form, vom Ausdruck. Und ich nenne die Figur einfach Louis. Vielleicht für Louis Trenker, was weiß ich, zum Beispiel. So. Und dann habe ich halt probiert, aber dann frei, die dann zu übernehmen. Die Maße hier, so, und dann ist der Stein. Habe ich angefangen, die Form aufzumalen und dann noch dreidimensional die Hände. Hier das Seil müsste ich noch fertig machen. Die Oberflächenbearbeitung noch. Hier müsste ich noch die Augen machen. Und den Mund, Teil Bart ist schon zu erkennen und den Hut noch. Die Figur ist freigehauen. Die ist nur aufgezeichnet und dann so gearbeitet worden. Immer wieder das Modell angucken, wo doch manchmal die Schwierigkeit ist, der Stein ist natürlich auch etwas zu klein. Hier oben hat was gefehlt, hier an der Seite auch. Aber mich interessiert nur der Ausdruck und die Form und wie die Figur lebt in sich, die Bewegung. Für Stefan Rotbrust ist in Stein gemeißelte Kunst Geschichte und diese versucht er zu bewahren. Was auch schön ist, aber leider auch schade ist, finde ich solche alten Grabsteine aus dem heimischen Material, die fast manche sind schon fast über 100 Jahre alt, die leider wegkommen. Und ich wäre schön, es gäbe irgendwo einen Ort, wo man solche Steine immer aufstellen könnte, weil sie haben unwahrscheinlich viele Formen, Farben, fühlen sich auch ganz interessant an. Jeder Stein hat eine andere Form, jeder Stein hat auch eine andere Geschichte. Das wäre schön, wenn solche noch übrig würden bleiben. Manchmal finden wir solche noch bei solchen Leuten und dann nehmen wir die auf Seite, holen wir die dann mit. Weil man so ein bisschen immer noch so Jäger und Sammler sind und manche Leute kann man was bekommen. Oder die gönnen einem das. Und so ist Steinmetz sicher kein leichter Beruf. Es bedarf Hingabe, Leidenschaft und Können, um sich mit dieser Handwerkskunst heutzutage über Wasser zu halten.